Hallo und herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies und heute wollen wir Ihnen mal wieder etwas um die zahlreichen Themen um die Waldorf-Frommer-Abmahnung berichten und einmal einen etwas genaueren Blick auf die Frage werfen, muss ich denn auf diese Waldorf-Frommer-Abmahnung eigentlich antworten? Macht das Sinn und wie sollte man darauf antworten? Wir haben dazu schon den ein oder anderen Beitrag gedreht, aber hier wollen wir jetzt genau mal die Frage untersuchen, gibt es eine Antwortpflicht auf die Abmahnung und was sind die Vorteile einer Antwort oder die Nachteile einer Antwort auf eine solche Abmahnung? Ja, um einfach mal mit dem Grundsatz anzufangen, ob es eine außergerichtliche Antwortpflicht auf eine Abmahnung gibt, ist derzeit höchstrichterlich noch nicht entschieden worden. Es gibt allerdings Tendenzen in der Rechtsprechung, die da so langsam sagen, es könnte eine solche Antwortpflicht auf eine Abmahnung geben. Und jedenfalls ist man aus heutiger Sicht heraus wohl schon ganz gut beraten, wenn man eine individuell formulierte Antwort auf eine solche Abmahnung vorlegt. Jedenfalls dann, wenn man deutlich entlastende Positionen, also Verteidigungsmöglichkeiten zu seinen eigenen Gunsten hat. Klare Verteidigungslagen beispielsweise hier mal ganz kurz aufgeführt. Es sind etwa Freunde oder Gäste aus dem Ausland tätig gewesen. Oder das Netzwerk ist ein beruflich genutztes Netzwerk. Oder minderjährige Kinder haben beispielsweise auf dem eigenen Anschluss getauscht. Ja, in all diesen Fällen trifft den Anschlussinhaber noch heutigen Kenntnisstand keine Haftung mehr für Urheberrechtsverletzungen, die in Tauschbörsen über sein eigenes häusliches WLAN-Netzwerk begangen worden sind. Und wenn man dieses Wissen jetzt beispielsweise darüber, dieses positive Wissen, dass man für diese Sache eigentlich gar nicht haftbar gemacht werden kann, für sich behält, dann stellt sich die Frage, zumindest in der außergerichtlichen Phase des Falles für sich behält, ja dann stellt sich die Frage, kann man da Rechtsnachteile erleiden, wenn man dann später verklagt wird, etwa von Waldorf Frommer, und sich dann eben damit verteidigt, dass man sagt, ja, das bin ich ja gar nicht gewesen und das war der Herr XY aus dem Ausland oder irgendjemand anders. Also, wenn man erst vor Gericht seine Verteidigung auspackt, kann das Nachteile haben. Und es gibt immer wieder Versuche der Abmahnkanzlei, insbesondere der Abmahnkanzlei Waldorf Frommer, dann zu sagen, wenn die feststellen, es kommt vor Gericht eine so klare und so aussichtsreiche Verteidigung eines Abgemahnten, dass die Klage von Waldorf Frommer und seinem Mandanten quasi unbegründet wird und sie schon sehen, dass sie verlieren werden, dann reagiert das Büro häufig so, dass sie die Klage zurückziehen und sagen, naja, dann ist das wohl nichts mit meinem Schadensersatzanspruch und auch nichts mit meinen Anwaltskosten außergerichtlich. Aber du, lieber Abgemahnter, hättest uns doch einmal vorher sagen können, welche Verteidigungsmöglichkeiten du in diesem individuellen Fall hast. Das konnten wir ja nicht wissen und deswegen wollen wir jetzt von dir den Ersatz unserer gerichtlichen Kosten haben, die wir hier dadurch hatten, dass wir dich unnötig verklagt haben. Zu dieser Frage gibt es jetzt aber sehr unterschiedliche gerichtliche Auffassungen. Wir hatten beispielsweise einen Fall beim Amtsgericht in Hamburg, wo das Amtsgericht in Hamburg eine Antwortpflicht auf diese außergerichtliche Abmahnung verneint hat und demzufolge auch die Abmahnkanzlei in die Schranken verwiesen hat, gesagt hat, nein, es gibt durch die Abmahnung selber wird kein eigentliches Rechtsverhältnis begründet, das den Abgemahnten zu einer Antwort verpflichten würde. Das existiert nicht. Die sogenannte sekundäre Darlegungslast, also das, was dann vor Gericht im Detail dargelegt werden muss, so war hier die Argumentation des Amtsgerichts in Hamburg,
die existiert tatsächlich nur, wenn ich auch verklagt werde. Dann, so die dortige Argumentation, muss ich mich mit Argumenten und mit guten Gründen verteidigen. Nicht außergerichtlich. Aber das dürfte wohl im Moment noch die herrschende Meinung in den Gerichten sein, die damit sich beschäftigt haben. Allerdings, wie eingangs erwähnt, es gibt inzwischen auch zunehmende Gegenstimmen, die sagen, naja, wenn du so eine Abmahnung bekommst, dann hast du auch die Pflicht, darauf zu antworten, um den Gegner eben ein unnötiges Klageverfahren zu ersparen. Deswegen ganz rein pragmatisch betrachtet, wenn man denn eine gute Verteidigungsmöglichkeit hat, ja, dann ist man nach unserem derzeitigen Kenntnisstand jedenfalls immer gut beraten, wenn man eine individuell angefertigte Antwort auf die Abmahnung vorlegt. Und auch hierzu hatten wir ja schon mehrfach den Hinweis erteilt, es macht tatsächlich Sinn, eine sehr gut formulierte Antwort individuell zu erstellen. Und die erste Reaktion auf seine Abmahnung ist immer eminent wichtig, weil sie letzten Endes das Grundgerüst darstellt einer Verteidigung, wie sie dann später auch einmal vor Gericht durchgezogen werden könnte. Sie ist also quasi das Backbone einer erfolgreichen gerichtlichen Verteidigung. Und es ist auch ganz wichtig, dass man bei einer Verteidigungslinie, die man einmal gewählt hat, bleibt, sie nicht mehr ändert, denn ansonsten wird die eigene Position, wie man sich ja leicht vorstellen kann, unglaubwürdig und der Gegner kann sie dann zerpflücken und sagen, ja, da hast du aber was anderes gesagt, als was du da gesagt hast und der eine Anwalt hat mal was anderes geschrieben, als du ganz am Anfang geschrieben hast. Hier bieten sich dann Bruchstellen, die immer für den Gegner ein gefundenes Fressen sein könnten. Will man also keinen eigenen Anwalt beauftragen mit der Sache, dann ist man vielleicht eher besser beraten, wenn man sich nicht äußert. Denn bei der Äußerung, die man als Privatperson tätigt, kann man sehr schnell Fehler begehen. Da würde ich dann eher empfehlen, gar nichts zu antworten. Da kann man dann weniger Fehler machen. Wenn man sich allerdings anwaltlich beraten lässt, ja, dann ist es meistens empfehlenswert, zumindest dann, wenn man eine vernünftige Verteidigung hat, sie auch rechtzeitig zu skizzieren, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, sodass der Gegner sieht, aha, ein Fall, den ich, wenn ich ihn vor Gericht bringe, wahrscheinlich nicht gewinnen kann. Das mag dann auch ein Grund für den Gegner sein, vielleicht in diesem jeweiligen Einzelfall einmal auf die Klage zu verzichten, also auch ein Grund sein für Waldorf, dass er vielleicht in diesem Fall dann keine Klage gegen sie einreicht. Ja, das ist also hier mal die Frage, wie ist das mit der außergerichtlichen Antwortpflicht? Muss man antworten? Soll man antworten? Naja, wenn man das nochmal zusammenfasst, würde ich sagen, man sollte jedenfalls dann, wenn man eine gute Verteidigung hat, auch sie individuell vorlegen und das möglichst per Anwaltsschriftsatz. Denn dann ist man sich doch relativ sicher, dass man dabei keine Fehler begeht. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, dann rufen Sie uns doch einfach an. Wir bieten dazu wie immer eine kostenlose telefonische Erstberatung an.